bereits zum 9. Mal untermalten hervorragendes Essen und Live-Musik den Weg der langen kulinarischen Nacht. Die 5 Rohrmoser Wirte des Args, Braunhofers, Dorfstöckels, Pariente und des Sonnecks übertrafen sich einmal mehr mit außergewöhnlicher Kulinarik, Romantik und geschmackvoller Musik für die jeweiligen individuellen Gaumenfreuden der zahlreichen Genießer. Ja, heuer haben wir, wie gesagt, ein Dreierlei vom Kalb, ein Wildschwein-Rückensteak und das dritte haben wir noch ganz was leckeres Heuer, und zwar einen Alpen-Lachs-Saibling aus dem Gseis, also aus der Region da, wie alle anderen Produkte eigentlich auch. Und das ist noch paniert in einer Kruste, also ganz lecker gemacht. Und ganz besonders freuen wir uns auf unser heutiges Dessert, ein Dreierlei von der Himbeere, ganz was Besonderes. Also kann ich wirklich jedem empfehlen, da mal dabei zu sein. Wir sind heute beim Herzbahn Hotel Sonneck und wir haben heute einen Wurzelbraten vom Kalb auf Rieslingsauce mit einem Grain und Erdäpfelbuchteln oder ein würziges Hirschragout mit einem Kürbischutney und einem Grießspeckknödel dazu oder so ein Surf and Turf, das ist ein Schweinefilet mit einer Garnele und einem Rosmarin-Kurkuma-Reis dazu und ein Gemüse. Und als Nachspeis gab es noch so einen Brownie mit Hollercreme und Preiselbeeren, so etwas Erfrischendes hinten nach. Wir sind da beim Braunhofer und bei uns gibt es heute ein Beef Tartare vom Enztalrind, ein Bratel vom Magalitzerschwein und ein Kaninchenfilet im Speckmantel. Und zum guten Schluss gibt es einen Almkaffee mit Zirbe und Schwarzbeere. Wir haben heute einen Saibling aus österreichischen Gewässern. Dann haben wir ein schönes Schweinsbackerl vom Auerbauer. Und dann haben wir was ganz was Besonderes heuer. Wir haben einen falschen Trüffel und als vegetarisches Gericht. Und dann haben wir als Dessert eine Caipirinha. Wir sind da im Hotel Pariente. Bei uns gibt es heute ein Schwarzbeerrisotto mit einem Rehrücken. Dazu hat man kandierte Orangen oder wir haben zweierlei bei der Lachsforelle. Einmal mit Mousse, einmal rasch gebraten auf einer Erbsencreme mit Kartoffelwürfel. Sonst haben wir noch dazu gesülzte Heimilch als Dessert mit einem Waldbeerragout. Und als dritter haben wir einen Steirer in Pattaya. Das ist eine knusprige Steirersau mit den exotischen aus Thailand. Kulinarischer, musikalischer und vor allem geselliger Hochgenuss haben die lange kulinarische Nacht zum beliebten Fixtermin im Kalender von Einheimischen und Gästen werden lassen. Wir sind aus Deutschland und wir haben unterschiedliche Sachen, das Surf and Turf und den Schweinebraten. Wie hat es Ihnen geschmeckt? War sehr gut. Wir sind aus Haus, ja, und ich werde den Wildlachs essen. Ich nehme das Wildschwein, Rücken vielleicht. Ich habe auch das Surf und Turf gegessen. Der Reis war nicht so meins, aber alles andere war super lecker. Wie schmeckt es dir? Hervorragend, sensationell. Gerhard Pilz vom Tourismusverband Schlabming freute sich über einen gelungenen Abend für Einheimische und Gäste. Ja, es sind natürlich super Veranstaltungen, da wo wir auch gern als Tourismusverband immer dabei sind und die unterstützen, wenn wir da einfach das kulinarische Angebot präsentieren können, was wir bei uns da haben in der Region. Das ist ja sehr vielfältig und die 5 Wirten, was wir da haben in Rohrmoos, die machen das jetzt schon zum 9. Mal heuer und das ist eigentlich eine super Veranstaltung. Live-Musik gibt es, gute Sachen zum Essen und da ist man selber immer wieder gern dabei. Wir sind schon gespannt natürlich auch auf nächstes Jahr, da ist es das 10. Mal. Und es ist einfach eine tolle Veranstaltung, da kommen Einheimische zusammen mit den Gästen, sitzen oft am gleichen Tisch und unterhalten sie miteinander, haben eine Gaudi, haben einen schönen Abend und das Wetter, so wie heute, passt auch gut. Also da kann man nur gern dabei sein. Zu Fuß oder mit dem Pferdenkutschentaxi genossen die zahlreichen Besucher einen herrlichen Abend mit dem individuell schönen Ambiente der verschiedenen Wirte. Also es war echt super, ich kann das nur weiterempfehlen, es war echt, hat sehr gut geschmeckt und ja, also ich war schon die Jahre davor eigentlich immer da und wir haben jetzt Gasthaus und jetzt Restaurant mal besucht und es hat immer gut geschmeckt, von dem her, es ist echt eine kulinarische Sensation und ja, also nächstes Jahr werden wir definitiv wieder kommen. Die musikalische Untermalung der grandiosen Musikgruppen hinterließ beim Gustieren und Genießen den Eindruck eines absolut perfekten Abends und die Vorfreude auf die kommende 10. kulinarische Nacht in Rohrmoos.